Diesmal kam die Version 1.22 raus, und zwar wollte ich es euch zeigen mit den externen Aufträgen. Und zwar mit dem World of Trucks Account braucht ihr da. Und wir suchen uns mal einen neuen Auftrag. Zack. Bumm. Und es wird ein neuer Auftrag. Wenn ihr noch nicht eingeloggt seid, müsst ihr euch natürlich erst einloggen und dann eine Stadt auswählen. Ich habe jetzt irgendwie Sheffield gewählt gehabt, weil es ganz oben stand. Aber ich weiß jetzt nicht, wie man das wieder umändert. Wenn ich jetzt hier auf Jobmark klicke, dann... Ja, steht immer noch Sheffield. Egal, wir nehmen einfach den jetzt. Hier stehen die genauen Informationen, bla 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 bla. Und wir nehmen den einfach jetzt an. Ja, okay. Wir nehmen den jetzt an. Wir haben den jetzt angenommen. Okay, weiter geht's. Also, jetzt müssen wir hier einmal aktualisieren. Und da ist der Gute auch schon. Und da ist er. Sheffield, Auftrag ausführen. Wird synchronisiert. Und hier stehen wir schon mit unserem Truck. Mal gucken, kann ich von außen ansehen. Jo. Mit unserem Truck mit der Ware. Ist so ähnlich gemacht wie die Schnellaufträge. So. Na? Achso. Und weiter geht's. Ach nee, hier hinter uns. Wo ist jetzt die Ausfahrt? Ah, egal, wir fahren jetzt hier raus. Ein bisschen kenne ich das ja noch. Zack. Boah, bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Und dann habe ich auch noch so eine blöde Stadt in England ausgewählt. Ich mag doch England eigentlich nicht so. Aber wir gucken mal. So, und da ist gut, da ist gut. Und wir fahren. Alles gut. So. War nicht schlecht. Der, wenn ihr das Update jetzt schon haben wollt, es ist noch in der Beta. Müsst ihr euch da runterladen unter den Einstellungen Betas 1.22 Publing Beta oder sowas steht da. Und dann habt ihr das schon. Wie gesagt, es ist noch nicht 100% final. Und ich wollte es euch eigentlich nur mal zeigen. So, da ist gut, da ist gut. Und einmal schnell rum. Zack, hui. Schalten wir mal hoch. Ja, ich habe das leider irgendwie noch auf den Schaltwippen, die Gänge. Irgendwie habe ich das vergessen umzuschalten auf die Haarschaltung. Aber für diese kurze Strecke wird das wohl ausreichend sein. So, oh, wir fahren wieder viel zu schnell, aber naja, die 10 km/h, die kann man wohl mal ein bisschen wegdrücken. Schalten wir ein bisschen runter. Alles Chico Laco. Ich weiß nicht, ob das auch nachher im Singleplayer gehen wird. Wir sind ja im Singleplayer. Im Multiplayer. Und ob da irgendwelche Mods auch unterstützt. So zum Beispiel TSM-Map oder so. Das kann ich euch noch nicht sagen. Aber wäre natürlich was, ne? Hup, 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 hup. So, wir geben mal ein bisschen Gas. Wir beschleunigen auf 80. 11. Gang. Ich habe eben nochmal getankt. Bisschen jedenfalls. So, machen Tempomat rein und dann boah, bisschen drüber. Jo, und wir brausen über die Landstraße. In der England. Engländischen Wildnis. Ach herrlich. So, 123 Kilometer. Das läuft, ja, läuft, läuft, läuft. Ich bin auch am überlegen, so ein kleines GTA Online so ein bisschen aufzunehmen. Ja, Lust hätte ich ja, weil im Moment bin ich da voll am Suchten. Muss ich mir mal noch durch den Kopf gehen lassen. Ach, herrlich. Mal wieder ETS, so zum Entspannen, zum Feierabend. Einfach wild hinterm Lenkrad sitzen. Und ein bisschen rumchillen. Kann auch gut nebenbei mal noch ein was essen oder sowas hier. Denn das läuft. Also auf jeden Fall mit dem Lenkrad. Das ist schön entspannt. Tempomat rein. Natürlich jetzt. Oh, wir fahren wieder viel zu schnell.
Auf der Landstraße geht das so einigermaßen mit den Kurven. Aber Autobahn ist natürlich, wo es nur geradeaus geht. Ja, einfach Tempomat rein und gib ihn. Schön. Wie viel Zeit haben wir denn noch? GT. Was heißt denn GT? Gran Turismo. Keine Ahnung. Aber wir sind schon unter die 100. Das läuft doch alles, Chico Laco. Hoffentlich ist der Ton nicht zu laut oder zu leise. Ich habe da auch nicht wirklich was umgestellt. Ah, na komm. Wir schalten. Wir geben ihm mal zwei Gänge. Aber herrlich. Ich bin echt auch gespannt auf den American Truck Simulator. Da werde ich bestimmt wieder ein paar Folgen aufnehmen mit dem Stefan. Dann machen wir die Gegend wieder unsicher. Ja, das wäre... Oh, das Handy. Der stört! Hup, hup. Muss er zurückhuben. Junge. So, und die... Überholverbot und alles aufgehoben. 74 Kilometer. Ja, also die Quick Jobs sind so ähnlich wie die Schnellaufträge, dass du dahin teleportierst wirst und dann da deinen Job abreißt. Ja, was das jetzt bringt, keine Ahnung. Ob man da jetzt Punkte sammeln kann in World of Trucks, ich weiß das nicht. Ich habe mich da noch nicht so eingelesen. Ja, jetzt. Oh, sind das hier immer so eine... Mann, da. Die Leute immer so freundlich sein müssen und dann mitten da erstmal anhalten. Ja, ich lass die mal durch. Ich bin ja nicht so... Oh, Mann. Einkommen. Way. Also wenn man hier die ganzen Fahrer da eingestellt hatte, wird man auch stinkend reich. Ohne großartig was zu tun. 5000 hier, 12000 da. Da kann man das Geld gar nicht ausgeben. Ey. So, und es ist wieder Zeit für unseren Tempomat, würde ich sagen. Oh, 87. Oh, da sind wir böse schnell. Oh, 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 oh. Da hat es uns ja fast rausgehebelt. Die letzten 50 Kilometer tanken brauchen wir nicht. Gut, den Sprit getankt bei unserer Heimsitz, Firmensitz in Hamburg. Auf geht's. Jo, schöne Gegend hier. Aber wie gesagt, England ist überhaupt nicht so mein Ding. Besonders im Multiplayer ist das immer so ätzender, wenn du da gerade so an, in der Nähe von den Häfen rumfährst oder sowas und die Fahne noch auf der falschen Seite und dann, oh, sorry. Naja, ist mir auch schon ein paar Mal passiert, aber trotzdem immer ärgerlich da. Fährst da so langsam um die Kurve und dann steht auf einmal ein LKW vor dir. Ey, was machst du da? Ey, du bist hier in England, Junge. Oh, da hinten habe ich eben schon kurz die Zielflagge blinken sehen. Oh. Einmal hier vorne rum. Oh, und wir werden immer stinkend reicher. Ich glaube, ich kann mich schon voll zur Ruhe setzen. Kein Wunder mit 172 Millionen hier. Läuft! So, und mal wieder. Vollgas! Schön durchbeschleunigen. Wird schon langsam dunkel, der Feierabend ruft. Oh. Gar nicht aufgepasst, ich musste hier geradeaus. Aber
keiner neben uns, passt alles. So. Die nächste müssen wir aber runter. Wechsel schon mal auf die linke Spur. Er kann sich auch nicht so entscheiden, wo er hin will. Aber wenn man so die Sonne sieht, ey, boah, geil. Geil, geil, geil. Also ich finde auch Euro Truck einen mit der besten Simulatoren. Hat auf jeden Fall was. Und weiter geht's. Jo. Birmingham. Gucken, wo wir da abladen müssen. Kann man das eigentlich sehen auf hier? Was ist denn das hier? F5? Achso, da 20 Tonnen. Uhrzeit. Achso, da steht dann die andere Zeit. Okay. Okay. Zack, wir blenden die mal wieder ein. Okay. So. Hup, hup, hup. Nochmal ein bisschen vorbeipesen. Aber. So. Wir ordnen uns jetzt mal ein. Wir haben es ja gleich geschafft. So. Na komm. Dreimal abbiegen, so in etwa noch. Toter Winkel, die sieht man ja fast gar nicht, ey. So, shit, so grün. Ich habe fast auch selber die Ampel nicht gesehen. Achso, es gibt noch so ein paar Infos. Und zwar, wir haben einen neuen Clan aufgemacht. Diesmal ist es ein Multigaming-Clan. Und wir suchen natürlich auch noch Fahrer, wenn ihr mitfahren wollt. Oder nur einfach ein TS schnacken wollt über das Spiel und was anderes fahrt. Oder anderes spielt. So jetzt wie zum Beispiel GTA. Da suchen wir natürlich auch noch ein paar nette Leute, einfach mal Bock haben auf Quatschen und so ein bisschen Chaos verbreiten, ne? Minecraft, OMSI, alles wird gezockt bei uns. Natürlich können auch noch andere Spiele gespielt werden. Man kann sich da ja absprechen und sagen, ja, hast du nicht mal Bock hier? Spin Tires oder sowas haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Und dann ja, geht man da halt eben in die Plauderecke und dann macht man da seinen Scheiß, da mal sein Spiel und zockt da ein bisschen und da mit Freunden. Das ist ja der Sinn da dran hier. Dass man einfach Spaß hat, ein bisschen auszutauschen. Hier, ich habe da so und so gemacht, den Trick, und kennst du das schon? So. Kann man das so ein bisschen zocken. So, wir parken hier mal eben fix ein und dann gucken wir mal, was passiert. So, zack, Motor aus. Wunderbar. Wir gucken nochmal. Yeah. Perfekt, drinne. Okay, wir geben einmal ab. Wird synchronisiert. Okay, ausgezeichnet. Perfekt, abgeliefert. Läuft. Okay. Okay, das war's. So läuft das, okay. Wie gesagt, hier externe Aufträge. Wird synchronisiert. Neue Aufträge suchen. Ganz easy. Da stehen dann die Aufträge. Boah. Neue Arme schon überfüllt. So, eingeloggt. Birmingham, Birmingham, Birmingham. Wie gesagt, ist... Ich weiß nicht, wie man das umändert. Birmingham. Oder ist das jetzt... wo man mit dem Dingsbums Truck steht. Ich
Ich weiß, müsste man mal testen alles. 1600, okay. Haben wir es echt gut gemacht hier mit den Dingern. Nicht schlecht. Achso, hier unten steht's ja. Personalstatistik. 2 Jobs. 1063. Wie läuft. So, aber ich wollte euch nochmal zeigen. Einstellung? Nein, nicht Einstellung. Ne, zeige ich euch beim anderen Mal. Aber ihr wisst ja, glaube ich, wie man das, die Betas installiert. Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich zeige euch das. Ich glaube, ich habe davon sogar mal ein Video gemacht. Runterpatchen oder sowas. Aber es läuft. Auf jeden Fall, ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. So ähnlich wie die Schnellaufträge. Externe Aufträge. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen, wie das funktioniert und wie das ist. Lasst mir gerne einen Daumen da. Es folgen demnächst bestimmt wieder weitere Videos davon. Und bis bald, euer Jens. Tschüss.